Hey Freunde und damit herzlich willkommen bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zurück zu Hello Neighbor Alpha 4. Und wir haben ja noch einen Raum und ein Minispiel, was wir spielen müssen. Und zwar das, was dort oben in dem hängenden oder schwebenden Raum ist. Dafür haben wir ja den roten Schlüssel. Aber vorneweg muss ich noch eine Kleinigkeit erzählen. Ich hatte ja vor ein paar Tagen ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, Leute, es kommen jetzt wieder aktiv Videos jeden Tag. Ich habe das leider noch nicht so ganz auf die Kette gekriegt, weil es im Moment bei mir wirklich, was Arbeit und so anbelangt, zeitmäßig wirklich übel ist. Aber wir kriegen das irgendwie hin, wir kriegen das irgendwie hin. Ich habe mir jetzt ein bisschen was ausgedacht, Freunde. Wir haben ja die Abstimmung gemacht, welches Spiel wir spielen wollen. Und es wird ja dann jetzt Dead Space 1 kommen, so als Lückenfüller erstmal. Und diese viele Arbeit, die ich momentan habe, das ist auch erstmal nur vorübergehend. Das heißt, es wird irgendwann wieder besser. Hoffentlich jedenfalls. Aber wir schauen uns heute in der Folge erstmal den roten Geheimraum-Minispiel-Dings an. Und ja, Freunde, vergesst wie immer nicht, das Video zu bewerten. Lasst einen Daumen nach oben da, drückt auf Abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir suchen uns jetzt erstmal einen Regenschirm. Wir brauchen nämlich einen, sonst kommen wir gar nicht da oben hin. So, den grünen Schlüssel habe ich auch noch im Inventar. Den legen wir mal wieder hier in den Kopf. Okay, er ist weg. Wir gehen mal kurz ins obere Stockwerk. Da müssen wir nämlich hin. Oh Gott, er kommt. Oh Gott, er kommt. Warte, aber das ist egal. Ich will mir nur schnell den Regenschirm holen. Der ist nämlich... Moment. Hier einmal auf die Lampe und einmal hier rüber. Zack, da in der Ecke. Oh. Oh, jetzt hat er mich in der Falle. Krasser Typ. Okay, hier haben wir jetzt den Regenschirm. Den brauchen wir nämlich. So, wo ist denn der Kollege jetzt? Ist der... Oh, scheiße, wo ist er? Keine Ahnung. Aber wir müssen hier hoch. Okay, okay, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt eigentlich safe. Hier oben kann er uns ja nicht kriegen. Und jetzt müssen wir nur schauen, dass wir es schaffen. Weil wir müssen jetzt einen relativ... tricky, einen sehr trickreichen Sprung müssen wir jetzt schaffen. Wir müssen jetzt hier ein bisschen Parcours machen, Freunde. Ich zeige euch das mal kurz. Ich weiß nicht, ob es einen anderen Weg gibt. Das ist jetzt der einzige Weg, den ich so kenne und gesehen habe. Und scheinbar auch einer der einfachsten. Moment, ich komm hier nicht raus. Okay, wir sind draußen. Denn wir müssen jetzt hier von... Alter, wo ist der Nachbar? Hä? Alter, da unten, der hat so ein scheiß Glas bis hier hochgeworfen. Was ist los mit dem Typen? Was? Okay, warte, ich lasse den erstmal abhauen. Weil nicht, dass der uns jetzt da mit dem Kleber slowt und wir dann im Endeffekt nicht darüber springen können. Ansonsten wollte ich noch eine Kleinigkeit ansprechen, weil so ein paar Leute hatten mir unterm letzten Hello Neighbor Video in die Kommentare geschrieben, dass ich mich doch bitte nicht selber so spoilern soll, weil ich habe mir jetzt halt angeguckt, wie ich die Minispiele schaffe, damit wir ins Ending kommen. Ja. Also, dass ich mich für die Minispiele jetzt gespoilert habe, das stimmt schon. Ich habe mir halt vorher angeguckt, wie ich da jetzt weiterkomme, weil mir das einfach auf den Sack ging, weil ich es nicht gefunden habe, nicht hingekriegt habe. Und auch, wie ich hier diesen doofen Magneten auskriege, habe ich nicht hingekriegt. Ich habe mich aber wirklich nur gespoilert, wie wir die Minispiele schaffen. Ich weiß nicht, was im Ending ist. Ich habe null Ahnung, was uns da erwartet. Ich habe jedes Video, was das Ending von Hello Neighbor betrifft, komplett vermieden und nicht angeguckt, weil ich mir das selber ansehen wollte. Sollte ich vielleicht im Ending mal irgendwo nicht weiterkommen, dann werde ich mir vielleicht irgendwo Hilfe suchen, Hilfe holen. Aber vorher werde ich mich zwecks Ending überhaupt nicht spoilern. Das werden wir im nächsten Video auch alle zusammen, also ich und wir, ihr, werden das zusammen sehen. Jetzt gucken wir aber erstmal, dass wir den Jump hier Das war's nicht, nee. Das war nicht gut. Warum ist denn da der Nachbar gerade lang geflogen? Jetzt springt er da runter. Was ist los mit dem Typen? Irgendwas stimmt doch mit dem nicht. Könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber irgendwas stimmt mit dem nicht. So, wir sind jetzt hier. Kommen jetzt hier runter. Wo ist der Nachbar? Keine Ahnung. Wir gehen jetzt wieder nach oben. Also, ich würde sagen, wir sehen uns einfach oben wieder und versuchen den Sprung einfach dann nochmal. Weil, was hilft es jetzt? Was hilft es? So, wir sind jetzt wieder hier und ich würde sagen, wir machen es einfach auf ein neues. Wir müssen nämlich irgendwie genau hier in der Ecke landen. Quasi auf diesem Ring. Damit wir nicht runterfallen. Ich nehme jetzt einfach mal Anlauf von hier drüben. So, wir sprinten und wir haben es easy geschafft. Easy, okay. Jetzt müssen wir von hier, Freunde, es wird nämlich noch besser. Es hört nicht auf, es hört nicht auf. Jetzt müssen wir von hier auf diesen kleinen Balken dort springen und dann von dort mit dem Schirm darüber. Das heißt, ich muss jetzt einen ganz normalen Sprung machen, ohne Schirm und genau auf diesem verpissten Balken landen. Ich mache das jetzt mal. Und schaffe es first try. What the fuck? Ich habe das vorher nicht versucht. Wir machen das hier gerade alles live und in Farbe. Ich bin hier gerade selber zum ersten Mal und ich habe es einfach first try geschafft. Das ist nice. Ich freue mich. Okay, jetzt brauchen wir den Schirm, Freunde. Denn jetzt springen wir hier. Oh, wir sind da. Das ging sehr viel schneller als erwartet. Ich hätte gedacht, ich brauche länger, um hier hinzukommen. Okay, jetzt können wir hier das Schloss aufmachen. Und kommen ins nächste Minispiel, Freunde. Und es lädt nicht... Ach, ich bin... What the fuck? Wo hänge ich denn fest? Hänge ich am Schloss fest?
Hä? Warte, jetzt gehe ich rein. Ne, ich komm. Muss ich mich ducken? Ah, okay. Wir sind drinnen. Ich hing in der Tür fest. Ich hab schon gedacht, das Spiel hat aufgehangen. Okay. Wir sind jetzt hier. Das war ja in der Alpha 3, das 4 Darkness versteckt Level. Also das, Das war ja das 4 Darkness Level. Also diese, eins von diesen versteckten Levels. Mal sehen, ob wir jetzt hier überhaupt vorankommen. Also ob wir das überhaupt schaffen. Weil das wird, denke ich mal, schon gar nicht mal so einfach, das jetzt hier ohne, Low-Gravity-Mode zu schaffen. Aber wir gucken einfach mal. Wir springen einfach mal langsam von Regalbrett zu Regalbrett. Und gucken einfach mal, dass wir vorankommen. Wo komme ich denn hier weiter? Wo komme ich denn hier weiter? Kann ich eigentlich irgendwelche Sachen aufheben hier? Jo, ich kann die... Lol, Hauptsache die Tasten sind so groß. Alter, übel. What the fuck? Hä, ist jetzt das Brett hier runtergefallen? Hauptsache die Vase hat das scheiß Brett abgestützt. Ey, das wird richtig schwierig hier hochzukommen, Freunde. Das wird richtig schwierig. Ich will mir gar nicht vorstellen, was die hier noch für Scheiße eingebaut haben. Um uns hier den Weg zu erschweren. Okay, müssen wir jetzt hier hoch? Kann ich hier hoch? Kann ich hier hochlaufen? Ja, okay, hier kommen wir hoch. Jetzt sind wir hier oben unterm Exit-Schild. Und wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Hier ist ein Helm. Toaster. Ich glaube. Nein, 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 nein. Fuck. So, wir sind jetzt wieder hier. Ich passe jetzt auf, dass ich nicht wieder vom Türrahmen runterfalle, Freunde. Ich glaube, das ist ein Toaster. Es sieht aus wie ein Toaster. Wir werden da jetzt mal reinspringen. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Ab in den Toaster. Oh nein, nein. Okay, wir können hier aber drauf landen. Hauptsache, okay, komme ich von hier jetzt weiter? Können wir hier irgendwo rüber? Moment, ich muss mal kurz die Lage scannen jetzt erstmal. Ich weiß ja gar nicht, wo wir sind. Wie hoch müssen wir eigentlich? Wir müssen übel hoch. Wir müssen übel hoch. Hauptsache, da fallen halt Sachen runter. Ich gehe jetzt einfach mal in den Toaster rein, Freunde. Da passiert nichts. Lol. Ich dachte... Wir... Hä? Hauptsache! Hä, der schießt uns einfach raus? Yo, was ist das denn Cooles? Okay, wir sind jetzt irgendwo hier oben. Aber frag mich nicht wo. Wo bin ich denn jetzt? Wo muss ich hin? Hä? Ohne Scheiß, wo sind wir jetzt? Ich hab keine Ahnung, wo wir gerade sind. Ich gehe mal wieder hier runter auf diesen Rahmen hier. Kann ich hier auf das Gitter? Ja, ich kann auf das Gitter. Muss ich da rüberspringen? Warte mal, ich muss mal gucken jetzt. Ich muss mal gerade echt die Lage scannen. Wo müssen wir... Da oben ist der Ausgang. Okay, okay, okay. Ich muss also irgendwie da oben auf das Brett drauf. Warte mal. Wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Oder muss ich irgendwie da rüber... Nee, da komme ich ja nicht hin. Das ist zu hoch. Das ist viel zu hoch. Da komme ich nicht hin. Im Leben nicht komme ich da hin. Hä? Okay, okay. Ich probiere es einfach mal. Vielleicht kann ich... Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Okay, jetzt sind wir hier irgendwo. Und fallen... Das ist doch verarsche. Okay, Leute, wir sind jetzt wieder hier oben. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie wir hier weiterkommen sollen. Ich weiß es wirklich nicht. Wir müssen irgendwie da oben drauf, damit wir, glaube ich, auf das Regalbrett springen können. So sieht das jedenfalls für mich aus. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. Ich meine, wir können jetzt... Ich springe jetzt einfach mal hier auf das Brett drauf. Vielleicht muss ich hier noch irgendwas machen, was ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Dann gehe ich einfach mal hier drauf und springe einfach mal hier rüber. Kommen wir hier irgendwo hin? Nö. Hier sind wir jetzt einfach hinter der Chipstüte. Alles klar. Ich springe nochmal in den Toaster rein. Vielleicht kann er mich auch irgendwie noch weiterschießen oder so. Ich weiß es echt nicht, Freunde. Aber irgendwie muss das Ganze... Oh, shit. Wow, ich dachte schon, ich falle jetzt. Irgendwie muss das Ganze ja funktionieren. Ich meine, der Toaster schießt uns ja schon relativ... Oh, oh, oh. Wow, das war knapp. Das war knapp. Wo bin ich jetzt? Irgendwo hier oben. Freunde, ich habe echt keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Ich weiß auch gar nicht, ob wirklich der Toaster der Schlüssel des Ganzen ist. Vielleicht kann man auch in den anderen Schlitz rein. Moment. Moment, ich gehe mal ganz vorsichtig. Vielleicht schießt er uns ja auch irgendwo. Der schießt uns auch irgendwo hin. Schießt er uns vielleicht... Okay, der schießt uns woanders hin. Hier ist ein Hebel. Hier ist ein... Ich will den Hebel benutzen.
Ey, vielleicht bringt mir was, wenn ich den Hebel benutze. Moment, ich muss darüber, ich muss darüber. Wie komme ich darüber? Wie komme ich darüber? Wie komme ich darüber? Eben war ich ganz oben, da bin ich hier unten gelandet, ne? Genau, da bin ich darunter und dann müssen wir darüber. Okay, okay, okay. Moment, ich springe nochmal hier aufs Exit-Schild. Exit-Schild, okay. Und jetzt in den Toaster? Alter, das ist ein richtig abgefucktes Rätsel. Das ist voll der Irrgarten hier. What the fuck? Okay, ich gehe jetzt mal hier rein. Lass dich fallen. Lass dich fallen. Danke. Und Feuer. Okay, wir sind da. Wir sind... Nein, 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 nein. Boah, boah. Ich dachte schon, ich falle schon wieder ganz runter. Meine Güte, Freunde, das ist wirklich... Das ist überhaupt nicht einfach hier. Ich habe mir das viel einfacher vorgestellt, das Ding. Ich dachte so, wir gehen jetzt in den Toaster rein. Lassen uns einmal kurz hochschießen. Und damit hat sich dann die ganze Sache erledigt. Aber nein, so einfach ist es nicht. Okay. Wir springen jetzt... Moment. Moment. Hier. Hier. Genau. So, sprinten. Jetzt lassen wir uns hier hinfallen. Okay, easy. Und jetzt haben wir hier zwei Bretter. So, die Bretter kenne ich noch aus der ersten Version. Also, wo wir das in der Alpha 3 als versteckte Map gespielt haben. Die Bretter reißen nämlich ab. Deswegen wusste ich das. So, hier drücken wir jetzt mal. Okay, jetzt ist das Ding eingefahren. Ja, und was bringt uns das? Hey, jetzt ist doch unser Anlaufpunkt weg. Da sind wir doch als drauf gelandet. Was ist hier los? Wirklich, was ernsthaft? Was ist hier los? Ich gehe jetzt nochmal hier rein. Lass mich nochmal schießen. Okay, okay. Ja, und jetzt stehe ich hier drauf. Jetzt stehe ich hier drauf. Und kann nirgendwo hin. Weil das Gitter unten ist. Oben ist. Ich meine, what the fuck? Es bringt mir doch überhaupt nichts. Ich verstehe das nicht. Freunde, ich bin da. Habt ihr das gesehen? Habt ihr es gesehen? Ich war jetzt gerade gar nicht mehr am Reden. Ich bin einfach als in den Toaster reingesprungen und hab's versucht. Der hat mich jetzt gerade irgendwie genau hier oben unter die Kante geschossen und ich bin hier drüben drauf gelandet. What the shit? Wir sind jetzt hier oben. Wir sind hier oben. Wir haben's irgendwie, auf irgendeine verkorkste Art und Weise haben wir es jetzt hingekriegt. Freunde. Okay, okay. Hier ist ein Papierflieger. Okay, da drüben guckt einer rein. Alles klar. Merry fucking Christmas. Und hier sind irgendwie Dartpfeile oder so. Kann ich die eigentlich werfen? Ja, kann ich. Das und die bleiben stecken. Das ist cool. Das ist cool. Hauptsache. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Kann ich hier die Papierflieger irgendwie anstupsen? Ja, die fliegen jetzt los. Gebt euch das. Muss ich vielleicht mit den Papierfliegern irgendwo rüberfliegen? Kann ich darauf landen? Kann ich? Ich sitze auf dem Papierflieger. Und fliege hier rüber. Lol. Wie cool ist das bitte? Okay. Wir sind da. Wir sind at home. Hallo. Okay. Weiter geht's, Freunde. Weiter geht's. Weiter hier hoch. Okay. Was ist das jetzt hier? Das ist ein Telefon. Das ist ein Telefon. Okay. Und hier oben kommen wir drauf. Was ist das? Was steht? Okay, das kann ich nicht lesen. Und jetzt sind wir vor einer Wand. Hä? Wie soll ich denn hier hochkommen? Wie soll ich denn hier hochkommen? Aber wir sind fast da, Freunde. Da oben ist der Ausgang. Und da sitzt auch so eine Bärenfalle, okay? Wir müssen irgendwie da hochkommen. Wir müssen irgendwie da hochkommen. Okay, Freunde, ich habe jetzt eine Weile rumprobiert und der Clou an der ganzen Sache sind diese Dartpfeile. Die müssen wir mitnehmen und müssen jetzt aber irgendwie wieder darüber kommen. Denn ich habe es jetzt ja verbaselt, weil die ganzen Flugzeuge habe ich ja schon losgeschickt. Das heißt, wir müssen uns jetzt irgendwie hier rüber, hier lang. Kann ich hier nicht hoch? Kann ich hier nicht... Hä? Wir müssen jedenfalls irgendwie über Umwege jetzt wieder nach da drüben kommen. Ich weiß noch nicht so recht, ob wir das überhaupt schaffen. Okay, Freunde, ich habe es jetzt schon mal hier oben auf das Ding geschafft. Wir müssen jetzt nur irgendwie nach darüber. Ich zeige euch jetzt mal einen Trick, denn wir haben jetzt halt diese Dartpfeile und die können wir jetzt quasi hier in die Dinger reinwerfen. So, ich nehme den mal weg. Oh nein! Der Dartpfeil hat mich gerade gehalten. Der Dartpfeil war gerade das, was mich gerettet hat. Na klasse, und jetzt stecke ich hier hinter in der Wand fest. Na toll. Jetzt stecke ich schon... Wie kommen wir hier weg? Wie kommen wir hier weg?
So, Freunde, ich bin jetzt dabei, mir hier aus den Dartpfeilen so eine Art Brücke zu bauen. Und wir haben es jetzt schon mal bis nach hier oben hin wieder geschafft. Und ich glaube, jetzt steht uns auch nichts mehr im Wege, um noch den einen Sprung nach dort drüben gleich zu wagen. Moment, wir gehen jetzt... Wo gehen wir denn jetzt lang? Am besten bauen wir uns noch eine Brücke hier hoch. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Aber von hier der Sprung nach da ist ganz schön... Schaffen wir nicht. Fuck. Ja, Freunde, ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Noch dort drüben zu kommen. Ohne die Papierflieger. Ich habe echt keine Ahnung. Da drüben liegen sie, die Drecksdinger. Ich habe halt echt alle auf einmal losgeschickt. Das hätte ich nicht tun dürfen. Da habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Jetzt müssen wir irgendwie hier wegkommen. Irgendwie. Ich werde mir jetzt versuchen, weiterhin hier eine Brücke irgendwie zu bauen. So aus Dartpfeilen. Ein bisschen klappt das ja. So, hier kann ich jetzt hoch. Hier kann ich jetzt hoch. Jetzt sind wir wieder hier oben. So, wir sammeln den Dartpfeil ein. Und jetzt müssen wir ja eigentlich nur irgendwie... Ja, diese Kiste hier hochkommen. So, machen wir mal... Nein, nein, ganz easy. Ganz ruhig, ganz ruhig. So, sind wir jetzt hier. Jetzt hauen wir... Oh, scheiße. Moment, ich muss das anders machen. Ich muss das anders machen. Okay, wir hauen mal hier einen rein. So. Und hauen mal dort einen rein. So. Springen einmal. Springen zweimal. Okay. Sammeln den wieder ein. Ist nicht mehr weit nach oben. Ist nicht mehr weit nach oben. Okay, werfen wir mal hier drüben einen hin. Okay, der war zu weit oben. Dann mal hier so. Auch zu weit oben. Weiter runter. So. So. So ist gut. So ist perfekt. Okay. Ja, wir sind da oben drauf. Die Kiste ist hohl. Das ist nicht gut. Das heißt, ich muss sehr vorsichtig sein. Wir müssen... Nein. Nein, nein, nein. Oh, ich dachte schon, ich bin ganz runtergefallen. Okay, aber ich stand nur hier auf dem Kistenboden. Komme ich hier irgendwo lang? Nee, schade. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder hier oben auf den Schallplattenrekorder drauf. Meine Güte, Freunde, das ist so nervig gerade. Okay, Freunde, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt oben auf der Kiste drauf. Jetzt ist nur die Frage, erstens, nicht reinfallen. Zweitens, müssen wir irgendwie... Oh Gott, jetzt sind wir hier hinter der scheiß Gießkanne und kommen hier nicht raus. Jetzt hängen wir hier fest. Nee. Was mache ich denn jetzt, Freunde? Okay, wir hängen doch nicht fest. Wir hängen doch nicht fest. Alles easy, alles easy. Wir hängen nicht fest, wir hängen nicht fest. Update. Scheiße, wie komme ich hier raus? Okay, Freunde, ich musste jetzt eine kleine Kleinigkeit machen hier in Hello Neighbor, weil wir ansonsten nicht weitergekommen wären. Ich habe jetzt gerade das Minigame auch schon ein paar Mal, bin ich quasi neu reingegangen. Aber die Papierflieger, die buggen nur hier rum. Die fliegen auch irgendwo da unten rum, keine Ahnung. Und ihr seht es jetzt vielleicht schon, ich habe mir jetzt einen Trainer runtergeladen. Mit dem Trainer gehen wir jetzt hier rüber, so, damit wir jetzt hier drüben wieder sind. Jetzt mache ich den wieder aus, ja, jetzt spielen wir wieder ganz normal. Also wir sind jetzt gerade eben schnell hier rüber geflogen. Wir haben jetzt gerade quasi selber das Papierflugzeug gespielt. Wir waren jetzt das Flugzeug. Hauptsache, wir sind jetzt hier drüben. Es ist einfach so unglaublich, wie lange ich jetzt gebraucht habe. Ich habe so lange rumprobiert, aber es geht einfach nicht. So, hier müssen... Nein, komm hierher. So, hier müssen wir uns jetzt auch eine Brücke bauen aus den Pfeilen. So, machen wir das mal. So, gehen wir mal einmal hoch, zweimal hoch, dreimal hoch. Jetzt machen wir mal hier noch einen hin. So, und sind ganz oben. Wunderbar, okay. Und jetzt sind wir hier, Freunde. Jetzt sind wir, glaube ich, am Ende. Und jetzt müssen wir dahin springen, an diese Schnur, die von der Decke hängt. So, Moment, wir springen mal. Und das Licht geht an. Wir sind groß. Und es stellt sich raus, wow, das war nur ein verdammter Lagerraum. Und wir sind hier drin als kleiner Kerl rumgesprungen. Aber wir kommen jetzt raus. Hello Neighbor Alpha 4. Sind jetzt draußen. So, klettern jetzt raus. Und wir müssten jetzt Folgendes können. So, Moment, wir landen erstmal kurz unten vor unserem Haus. So, Schirm aufspannen. So, ganz in Ruhe, fliegen wir rüber. So, machen den Schirm aus. Und wir müssten jetzt einen Doppelsprung können. Habt ihr es gesehen? Wir können jetzt einen Doppelsprung machen. Das heißt, wir können jetzt endlich das Ending spielen, Freunde. Und das werden wir in der nächsten Folge machen. Wir haben jetzt alle Minigames geschafft. Wir haben jetzt alles, was wir fürs Minigame, fürs Ending brauchen. Wir können gegen den Nachbarn kämpfen. Wir verfügen über einen Doppelsprung. Können jetzt also im Ending alles erreichen, was wir erreichen wollen. Und müssen jetzt quasi nur noch reingehen, Freunde. Ihr seht auch, ich muss die Tür auch nochmal aufmachen, weil ich das auf dem Spielstand jetzt noch nicht habe. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Freunde. Da erspielen wir das Ending zu Hello Neighbor Alpha 4. Und schauen mal, was dort auf uns wartet, Freunde. Macht's gut und bis dahin, vergesst nicht, das Video zu bewerten. Wir sehen uns dann. Macht's gut.